lieber teil, liebe gemeinschaft, herzlich willkommen zum heiligabend im EIAB. Äh, heute ist der 24. dezember 2020. und äh, wie ihr sehen könnt, haben wir also sind wir auch äh, äh, haben wir auch die atmosphäre vom heiligabend, von weihnachten hier äh, mit ein paar geschenken unter dem weihnachtsbaum und äh, kann mich erinnern dass äh, ich früher also auch auf diese weise weihnachten gefeiert habe zu hause in der familie mit einem christbaum haben wir immer dekoriert und äh, gab äh, geschenke und manchmal gab es auch weiße weihnachten und also das ist schon wieder eine weile her aber das war natürlich immer perfekt wenn man weiße weihnachten hatte und ähm, es war aber auch äh, das Gefühl der Geborgenheit. Wir sind immer zu Weihnachten, aber auch an anderen Sonntagen, sind wir in die Kirche gegangen. Und Weihnachten war schon etwas Besonderes. Und die Kirche war auch immer sehr voll am Weihnachten. Und äh, es war eine besondere Stimmung. Und äh, das fand ich immer sehr besonders, habe ich immer sehr genossen. Und natürlich auch in der Schule haben wir uns auch immer so auf Weihnachten vorbereitet. Und daran habe ich ja, auch sehr warme und gute Erinnerungen. Es ist ähm, wie ein Zuhause. Es ist Gemütlichkeit zu Hause. Und unsere Übung ist es, um dieses wahre Hause in jedem Moment berühren zu können. Jeden Moment äh, dabei zu haben. Und das ist nicht abhängig von der Zeit oder vom Ort. Also, wir können es hier haben, also hier äh, äh, Weihnachten mit dem Weihnachtsbaum oder mit äh, den Geschenken. Für uns gab es früher keine Geschenke zu Weihnachten, gab es nur zu St. Nikolaus. Ähm, aber diese Zeit war eine kostbare Zeit. Ich habe mich geborgen gefühlt, zu Hause gefühlt. Es war äh, Weihnachten und ähm, unser wahres Zuhause. Wir können uns selbst die die Frage stellen. Also was ist unser wahres Zuhause? Und wo finde ich mein wahres Zuhause? Und in erster Linie können wir einen Blick werfen auf unseren Körper und zu sehen, dass unser Körper wie unser Zuhause ist. Und natürlich möchten wir uns gut um unser Zuhause kümmern. Es ist unser Zuhause und für, damit es wirklich ein Zuhause ist, sollten wir auch zu Hause sein, damit wir uns um unser Zuhause kümmern können. Und es ist sehr oft, es ist der Fall, dass wir vergessen, dass wir dieses Zuhause haben. Und wir sind immer weg. Unser Geist ist irgendwo anders in unseren Projekten oder in Sorgen über die Zukunft oder im Bedauern über die Vergangenheit, aber nicht wirklich im Körper. Und wenn wir atmen, achtsam ein- und ausatmen, dann ist das eine Einladung. Wir laden unseren Geist ein, zu unserem Körper zurückzukehren. Du warst schon lange genug weg von zu Hause, also bitte komme wieder zurück und sei zu Hause. Du hast ein Zuhause, du bist nicht ein Obdachloser, du hast ein Zuhause und ich lade dich mit Hilfe meines bewussten Atmens, lade ich dich ein, wieder zurück nach Hause zu kehren. Und dafür haben wir verschiedene Übungen. Und die erste Übung, die der Buddha vorschlug, ist, wenn wir einatmen, uns bewusst zu sein, dass wir einatmen. Und wenn wir ausatmen, uns bewusst zu sein, dass wir ausatmen. Und dafür haben wir auch sehr konkrete Übungen, um das so viel wie möglich in unserem Alltag üben zu können. Und eine Übung ist, wenn das Telefon klingelt, nicht sofort ranzugehen, sondern in erster Linie zu sehen, das ist eine Glocke der Achtsamkeit. Ich höre mein Handy und das ist eine Glocke der Achtsamkeit. Ich kehre zu meiner Atmung zurück und ich atme dreimal ein und aus oder wenn das zu lange... <laughs> Ist vielleicht zweimal, also denn sonst äh, verpassen wir vielleicht den Anruf, was vielleicht auch wichtig für uns ist. Aber auf jeden Fall, dass wir mal anfangen mit Achtsamkeit. Wir bereiten uns darauf vor, an das Handy, an das Telefon zu gehen. Und äh, so auf diese Weise sind wir gut vorbereitet. Auch wenn wir anrufen, können wir dasselbe machen. Bevor wir anrufen, dass wir zuerst zu unserem Atem und zu unserem Körper zurückkehren und uns bewusst sein, dass die Worte, die wir benutzen, dass es auch liebevolle Worte sind. Also ich atme ein, ich bin mir bewusst, dass meine Worte tausende Kilometer weit reisen können. Und ich atme aus und ich nehme mir vor, liebevolle Worte zu gebrauchen, zu benutzen. Ich möchte liebevoll sprechen und wenn ich zuhöre, denn wenn ich anrufe, ist es natürlich nicht nur selbst zu sprechen, aber es bedeutet auch, ich kann tief zuhören und ich kann nur tief zuhören, wenn ich wirklich da bin, wenn ich im gegenwärtigen Augenblick bin und wenn ich auch die Ruhe habe, zuzuhören und meine Präsenz anbieten kann. Und auch wenn wir zum Beispiel in den Spiegel schauen, uns bewusst zu sein, dass Achtsamkeit wie ein Spiegel ist, damit ich mich sehen kann, damit ich meinen Körper sehen und spüren kann, damit ich meine Gefühle sehen und spüren kann. Wie sehe ich aus? Kann ich lächeln? Lächle ich mir selbst im Spiegel zu? Oder sehe ich nicht sehr frisch aus? Und unser Körper ist auch wie eine Blume. Ob es eine Tulpe ist oder ob es eine Rose ist, aber unser Körper ist wie eine Blume. Und eine Blume ist schön so wie die Blume ist. Eine Rose ist schön einfach nur, weil sie eine Rose ist. Und sie muss keine Tulpe sein. Und eine Tulpe ist schön so wie die Tulpe ist. Und die Tulpe muss keine Rose sein. Und auch für uns, wir können auch sehen, wir sind auch eine Blume im Garten der Menschheit und wir sind schön, so wie wir sind. Und wir müssen nicht äh, jemand anders werden, damit wir schön sind. Und so genauso wie eine Blume Nahrung, Wasser braucht, um auch frisch zu bleiben, so brauchen wir auch äh, Nahrung, spirituelle Nahrung, um frisch zu sein. Äh, ein- und auszuatmen, für uns da zu sein, zu entschleunigen, unsere Liebe zu nähren, unsere Frische zu nähren, für uns selbst da zu sein, für die, die wir lieben, da zu sein, ist eine, eine sehr wichtige Übung. Und der Buddha schlug vor, dass die zweite Übung im Sutra über das bewusste Atmen ist, ich atme ein und ich folge der ganzen Länge meiner Einatmung, von Anfang bis zum Ende. Und ich atme aus und ich bin ganz bei meiner Ausatmung. Ich folge der ganzen Länge meiner Ausatmung. Vom Anfang bis zum Ende. Ich bin ganz für meine Atmung da. Und die dritte Übung ist, ganz für den Körper da zu sein, für den ganzen Körper, für unsere Augen, für unsere Stirn, für unser Gesicht, für unsere Nacken, Schultern, für unser Herz, für unseren Rücken wirklich zu Hause zu sein und zu erkennen und zu fragen, wie geht es dir? Ich bin wirklich für dich da. Und äh, ich möchte mich entspannen können im Körper. Ich weiß. Mein Körper ist mein Zuhause und ich bin da und ich bin entspannt und ich fühle mich geborgen, ich fühle mich wohl. Und wenn ich Schritte mache auf der Erde, bin ich mir auch bewusst, meine Füße berühren die Erde und ich genieße es zu gehen auf diesem Planeten Erde. Und ich kann auch erkennen, dass, äh, dass die Erde auch mein Körper ist. Und mein Körper ist auch die Erde. Mein Körper wird genährt von der Erde. Ich habe sehr klein angefangen als Lebewesen, bin sehr gewachsen. Und früher oder später werde ich auch wieder zu dieser Erde zurückkehren. Und äh, ich bin in Kontakt mit der Natur und ich sehe auch, ich bin auch die Natur. Ich bin nicht nur dieser Körper, sondern ich bin auch meine Umgebung. Die Luft, die ich einatme, ist auch ein Teil meiner Umgebung, wird auch ein Teil von mir. Das Essen, was ich esse und äh, das, was ich trinke, das wird auch ein Teil von mir. Und äh, ich bin äh, immer in Beziehung zu, mit meiner Umgebung. Und äh, ich sehe meine Nicht-Selbst-Elementen in meiner Umgebung, auch in der Natur. Ich bin nicht einfach ein Fremdkörper, der in die Natur geht, sondern ich weiß, ich bin auch die Natur und ich bin eins mit der Natur. Und dann als vierte Übung, die der Buddha vorschlug, ist, ähm, ist wirklich für unseren Körper präsent zu sein. Wir haben erkannt, wir haben einen Körper. Und als vierte Übung, ähm, ich atme ein und ich entspanne meinen ganzen Körper. Ich lasse meinen Körper zur Ruhe kommen. Und sehr oft setzen wir unseren Körper unter Druck, etwas zu erledigen, etwas zu tun, nicht einfach da zu sitzen, sondern immer unterwegs zu sein und etwas tun zu müssen. Und jetzt sehen wir, wir können unseren Körper ruhen lassen, denn auch Ruhe ist etwas sehr Wichtiges, ruhen zu können. Und nur wenn wir unserem Körper auch erlauben, äh, ruhen zu können, können wir auch die Stille in uns äh, berühren und können wir auch Heilung finden. Und wenn wir uns auf diese Weise um unseren Körper kümmern, dann... Ähm, ist eine ganz natürliche Folge, dass wir auch angenehme Gefühle haben. Wenn wir uns wohlfühlen in unserem Körper, dann ist das ein sehr angenehmes Gefühl. Und im Buddhismus gibt es drei Arten der Gefühle. Es gibt unangenehme Gefühle, neutrale Gefühle und es gibt angenehme Gefühle. Und manchmal sagen wir auch, es gibt Gefühle, die sind so wohl, Angenehm als auch unangenehm. Die neutralen Gefühle sind Gefühle, die weder angenehm noch unangenehm sind. Und ähm, wenn wir unangenehme Gefühle haben, dann haben wir vielleicht eine Tendenz, äh, davon weglaufen zu wollen. Also, sie nicht, dann nicht mit unseren Gefühlen zu sein, denn sie sind unangenehm, sie tun weh. Und das sind vielleicht äh, Gefühle der Einsamkeit oder der Trauer, der Angst, der Verzweiflung. Und von daher ist, ähm, lehrt, lehrt der Buddha uns etwas sehr Wichtiges. Und das ist, wie wir auf eine heilsame Art und Weise mit unseren unangenehmen Gefühlen umgehen können. Und natürlich auf der anderen Seite lehrt der Buddha auch, wie wir mit angenehmen Gefühlen umgehen können. Und auch, wie wir mit neutralen Gefühlen umgehen können. Die fünfte Übung, die der Buddha uns äh, vorschlug in diesem Sutra, in dieser Lehrrede, ist, ich atme ein und empfinde ein Gefühl der Freude in mir. Und äh, das ist auch eine Übung. Ein Gefühl der Freude in mir zu erfahren, ist eine Übung und die Art und Weise, wie wir das tun können, ist mit Hilfe der Achtsamkeit. Denn Achtsamkeit enthält auch Samen der Konzentration und Samen der Einsicht. Und unsere Einsicht kann sein, dass wenn wir hier sitzen, kann unsere Einsicht kann sein, dass ich sehr viel Glück habe, hier sitzen zu können. Ohne irgendetwas tun zu müssen. Also, ich rede jetzt, aber das ist keine Arbeit. Ich sitze hier und ich bin auch für mich da. Und ich genieße meine Atmung. Das ist ein großes Glück. Und es ist für mich ein großes Glück, in dieser monastischen Sangha zu leben, im EIRB, wo wir zusammenleben und zusammen praktizieren, wo wir füreinander da sind, wo wir miteinander üben. Ich bin sehr, mit Hilfe der Achtsamkeit nehme ich meine Augen wahr und ich nehme auch die Wunder der Augen wahr, die Wunder meines Herzens und meinem Körper. Ich nehme die Wunder des Lebens um mich herum, nehme ich wahr. Und auf diese Weise bin ich in der Lage, mit Hilfe der Achtsamkeit, in der Lage, ein Gefühl der Freude zu empfinden. Das heißt nicht, dass es keine Probleme gibt oder dass, ähm, dass alles, alle Probleme gelöst sind, aber es bedeutet, dass wir immer eine, eine Wahl haben und unsere Übung kann uns helfen, immer mit diesen Samen der Freude und des Glücks in uns in Berührung zu sein. Und das nennen wir die angemessene Aufmerksamkeit, Yoniso Manaskara. Und Yoniso Manaskara, die angemessene Aufmerksamkeit, bedeutet, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf etwas lenken können, das uns eine Freude bereitet. Und wenn wir das nicht tun, dann heißt das natürlich die unangemessene Aufmerksamkeit, also Ayoniso Manaskara. Und äh, das, äh, das bedeutet, dass wir viel zu viel Aufmerksamkeit lenken auf das, was uns unglücklich macht auf die probleme die da sind aber wir wissen unsere achtsamkeit hilft uns auch in kontakt zu sein mit den erfrischenden elementen in uns und um uns herum und wir haben die wahl wir können unsere aufmerksamkeit können wir lenken genauso wie eine kamera wir haben die freiheit die kamera zu lenken auf das Motiv unserer Wahl. Und äh, wir müssen nicht nur, nur, nicht nur immer Aufmerksamkeit haben für die Probleme, die da sind. Und die sechste Übung ist: ich atme ein und empfinde ein Gefühl des Glücks. Ich atme aus und empfinde ein Gefühl des Glücks. Und so auf diese Weise sind sie. Ähm, wenn wir glücklich sind, ist es ein großes Geschenk für uns, zur gleichen Zeit auch für unsere Umgebung, denn wir sind Teile unserer Umgebung. Und in jedem Moment empfangen wir das Glück und das Leiden unserer Umgebung und in jedem Moment teilen wir das Glück und Leiden mit unserer Umgebung. Und in unserem Umgebung jemanden zu haben, der glücklich ist, der frisch ist, der Freude hat, kann uns helfen, auch mit der Freude, mit dem Glück, mit der Dankbarkeit in uns selbst in Berührung zu sein. Und äh, wir können auch diese Person sein. Also wenn niemand in unserer Umgeb unsere Umgebung diese Frische hat, dann können wir dieses Geschenk machen. Wir können dieses Geschenk der Frische, der Stabilität, der Festigkeit, der Freiheit sein. Und das sind Geschenke, die wir nicht kaufen können. Diese Geschenke hier unter dem Weihnachtsbaum, also jemand kann uns solche Geschenke kaufen oder bestellen äh, im Internet. Aber das Geschenk der Freude, das Geschenk der Liebe, das Geschenk des Mitgefühls, der Achtsamkeit, der Einsicht. Das können wir nur uns selbst schenken. Neutrale Gefühle sind Gefühle, die weder angenehm noch unangenehm sind. Und auch dabei kann Achtsamkeit uns helfen, ein Gefühl der Freude und des Glücks äh, zu nähren. Und äh, vielleicht in diesem Moment. Die meiste Zeit bin ich mir nicht bewusst, dass ich gesund bin. Erst wenn ich krank werde, dann weiß ich, wie wundervoll es ist, gesund zu sein und nicht krank zu sein. Und das ist vielleicht ein Beispiel für ein neutrales Gefühl. Wir sind zwar gesund, aber wir freuen uns nicht darüber. Wir sind auch nicht traurig deswegen. Aber wir freuen auch nicht, uns nicht wirklich. Aber mit Hilfe der Achtsamkeit können wir erkennen, ich bin gesund und das ist ein Wunder. Ich muss nicht warten, bis ich krank werde, bevor ich erkennen kann, also wie wundervoll es ist, gesund zu sein. Ich ähm, kann mich erinnern, als Kind hatte ich sehr viele ähm, Ohrentzündungen. Und also es sehr oft lief es irgendwie, lief diese Schmutzigkeit lief aus meinen Ohren und ich hatte so viele Ohrentzündungen und ja, war auch oft krank. Und wenn ich daran denke, dann nährt das auch das Gefühl der Dankbarkeit und der Freude des Glücks in mir, dass ich das jetzt nicht habe. Und äh, dass ich äh, hören kann. Dass meine Ohren gesund sind, dass ich sehen kann, dass meine Augen gesund sind. Also allmählich merke ich, dass ich etwas älter werde und dass ich etwas manche Sachen <laughs> etwas schwieriger lesen kann. Ähm, aber trotzdem meine Augen sind noch gut und ich kann meine Umgebung genießen. Also ich kann in Kontakt sein mit den vielen Formen und Farben um mich herum. Und das bereitet mich, äh, mir viel, viel Freude und Glück. Und ich bin auch sehr dankbar, in einer Gemeinschaft zu leben, wo wir Achtsamkeit äh, praktizieren. Und wenn ich das vergesse und ich denke, das ist selbstverständlich, dass ich hier lebe und ich, äh, äh, ich habe meine Arbeit, meine Beschäftigung und ich äh, muss dieses tun, ich muss jen, jenes tun. Dann kann ich sehr leicht vergessen, wie viel Glück ich habe, hier zu leben, praktizieren zu können, auf dem Weg zu sein. Heißt nicht, dass es keine Schwierigkeiten gibt, aber es bedeutet auch, dass ich einen Weg habe, von diesen Schwierigkeiten zu lernen und mit diesen Schwierigkeiten zu wachsen. Und ich sehe, das ist ein großes Glück. Und auf diese Weise kann Achtsamkeit mir helfen. Das, was normalerweise für mich selbstverständlich ist, um das zu etwas sehr Besonderem zu machen und aus einem neutralen Gefühl ein angenehmes Gefühl zu machen. Und unsere unangenehmen Gefühle, davon können wir auch äh, sehr viel lernen. Ähm, wir tun es natürlich nicht, wenn wir wegrennen, also wenn wir essen, wenn wir trinken wenn wir konsumieren, damit wir nicht in Kontakt sein müssen mit den unangenehmen Gefühlen in uns. Auf diese Weise verpassen wir eine Chance, etwas zu lernen, ähm, uns selbst darin zu üben, mit unangenehmen Gefühlen da zu sein. Und auch ähm, Einsamkeit oder Angst, Verzweiflung. Trauer sind unangenehme äh, Gefühle in uns. Und für unangenehme Gefühle brauchen wir auch eine Zuflucht. Und diese Zuflucht habe ich früher als Kind, als ich weinte, habe ich immer gesucht in, äh, in meiner Mutter. Hauptsächlich und äh, manchmal äh, auch. Äh, in Beten, also ich bin christlich erzogen worden und habe manchmal auch also meine Hände zusammengefaltet und kann mich noch erinnern, also in meinem Zimmer alleine zu sein und als ich sehr unangenehme Gefühle hatte, dass ich Gott auch um Hilfe gebeten habe. Aber ich denke, alle brauchen wir eine Art der Zuflucht, was auch immer diese Zuflucht ist es kann für manche auch die natur sein kontakt mit der natur mit den bäumen mit den wundern des lebens um uns herum und es kann auch eine gemeinschaft sein es kann auch eine familie sein es können auch freunde freundinnen sein und ähm, das ist etwas was ich sehr schätze an einer gemeinschaft ist äh, dass wir füreinander da sind und zu sehen dass mein Glück und mein Leiden nicht zu trennen sind vom Glück und Leiden äh, anderer. Wenn meine Brüder und Schwestern glücklich sind, dann ist es auch leicht für mich, das Glück in mir zu berühren. Wenn meine Brüder und Schwestern unglücklich sind, dann ist es nicht, äh, nicht so einfach, also dann, um dieses Glück, diese Freude in mich selbst äh, zu berühren. aber es ist meine praxis natürlich auch dieses glück und diese freude in mir weiter wässern zu können und nur auf diese weise wenn ich das tue dann ist mir auch möglich mit gefühlen der einsamkeit der trauer der angst richtig umgehen zu können also ich bin nicht alleine mit den samen der angst der verzweiflung oder der wut sondern es gibt auch andere Samen in meinem Bewusstsein, die auch stark sind, so wie Freude, Glück, Achtsamkeit, Dankbarkeit. Und so auf diese Weise ne nimmt auch, nehmen auch diese unangenehmen Gefühle nicht zu viel Raum ein. Und ich weiß, es gibt eine, eine Balance. Und ich kann mich darum kümmern, weil andere Samen auch stark genug sind, um sich um diese unangenehmen Gefühle zu kümmern. Und so auf diese Weise können wir lernen, damit umzugehen. Der Buddha hat uns äh, gelehrt, dass wenn wir un, ein, eine unangenehme Empfindung haben ähm, oder vielleicht Schmerzen haben, äh, dass wir unser Bestes tun können, ähm, um dieses Leiden für dieses Leiden da zu sein und dieses Leiden nicht größer zu machen, als das es ist. Und in einem Sutra erzählte der Buddha von, von einem zweiten Pfeil. Und ähm, angenommen, da ist ein Mann und er wird getroffen von einem Pfeil und es tut sehr weh. Aber dann, nach einer Weile, wird er getroffen von einem zweiten Pfeil, an genau derselben Stelle. Und sein Schmerz ist nicht nur... Gleich oder zweimal so stark. Es ist vielleicht zehnmal so stark, zehnmal so intensiv oder 100 mal so intensiv. Also, es tut sehr, sehr weh. Und dieser zweite Pfeil ist, ähm, ist die Art und Weise, wie wir, wie wir damit umgehen, wie wir damit belastet werden. Also, es gibt vielleicht ein bestimmtes äh, Ereignis. Also, vielleicht ähm, äh, sind wir im im Auto und wir haben einen kleinen Unfall mit dem Auto und das ist äh, unangenehm. Aber wenn wir sofort uns Sorgen machen über was passieren wird und ob wir vielleicht nicht einen Whiplash oder so etwas bekommen äh, werden oder ob wir ähm, äh, äh, was wir alles tun müssen, äh, dass die Versicherung, äh, dass wir alle Schritte, die gemacht werden müssen, dass die Polizei kommt, und wer ist schuld und uns auf diese Weise sehr viele Sorgen machen, dann ist das wie äh, dieser zweite Pfeil. Und in unserer Übung versuchen wir so viel wie möglich, uns direkt um diese unangenehmen Gefühle zu kümmern, ohne uns in Geschichten zu verlieren. Und es ist sehr leicht, uns immer in Geschichten zu verlieren. Was wird passieren in der Zukunft? Und wie werde ich mich fühlen in der Zukunft, wenn dieses oder jenes auch äh, passiert? Und äh, auf diese Weise, wenn wir besser lernen, mit unseren Gefühlen umzugehen, mit unseren angenehmen Gefühlen, mit unseren neutralen Gefühlen, mit unseren unangenehmen Gefühlen dann hilft es uns auch, unsere Angst vor dem Leiden zu überwinden. Denn wir sehen, wir haben die Fähigkeit, damit umzugehen, was auch immer da ist. Und dafür bedeutet es auch, wir können uns nur darum kümmern, wenn wir wirklich zu Hause sind. Wenn niemand zu Hause ist, dann können diese Gefühle, so wie Unkraut im Garten, also können gedeihen. Aber wenn wir wirklich zu Hause sind, dann kümmern wir uns äh, darum. Wir hören äh, einen Klang der Glocke. Wahres Zuhause ist nur zu finden im Hier und im Jetzt. Und die Art und Weise, wie wir oft denken, das unaufhörliche Denken, NST hat Thais genannt, also Nonstop Thinking, ist ein großes Hindernis für uns, wirklich im gegenwärtigen Augenblick zu sein, mit unserem Körper in Berührung zu sein, mit unseren Gefühlen in Berührung zu sein. Und unsere, um, unser Atembewusstsein und auch unser Körperbewusstsein kann uns wirklich helfen, wirklich ein Anker zu sein, um nicht in unseren Gedanken ähm, über die Vergangenheit oder Zukunft äh, gefangen zu sein. Und äh, das kann es auch sein, also unsere Gedanken, so wie unser Gefängnis, dass unsere Gedanken wie ein Gefängnis sind. Uh, denn ähm, wenn wir nicht in der Lage sind, unsere Gedanken zur Ruhe zu bringen, dann können wir nicht wirklich mit den Wundern in uns und um uns herum in Berührung sein. Und wir können nicht die, ähm, die Freude der Stille in uns ähm, berühren, das Glück der Stille. Denn auf diese Weise... Gibt es immer dieses Radio in unserem Kopf und äh, immer mit Gedanken? Und es ist sehr heilsam, äh, runterkommen zu können, in Kontakt zu sein mit dem Atem, in Kontakt zu sein mit dem Körper. Und das ist ein Training. Und auch wenn es schwierig ist, wenn wir es schon oft versucht haben und es gelingt nicht, irgendwie diese ähm, Gedankenkarussell zur Ruhe zu bringen es ist trotzdem möglich für uns alle ist es möglich ruhe zu finden und zur ruhe zu kommen und es ist einfach ein, ein training und wir brauchen dafür auch, auch geduld und die unterstützung einer gemeinschaft auch hier im eab sind wir wie eine, eine zuflucht und in dieser Zeit können wir leider nicht öffnen, also ihr könnt nicht hier präsent sein, ihr könnt uns nicht besuchen, auch nicht für das Neujahrsretreat. Äh, nichtsdestotrotz haben wir jetzt ein Online-Neujahrsretreat und äh, Sie können sich auch dafür noch anmelden. Und können Sie auch sehen, also das ist auch wie eine Zuflucht, also es ist auch wie eine Möglichkeit zu sehen, dass wir miteinander praktizieren, auch wenn wir an unterschiedlichen Orten sind, können wir trotzdem sehen, wir praktizieren gemeinsam, wir machen Sitzmeditation gemeinsam, wir machen die Körperübungen gemeinsam, wir hören gemeinsam einen Dharma-Vortrag an, wir machen gemeinsam g meditation Also es gibt viele Übungen so am Tag und wir haben auch Austausch, also auch eine Möglichkeit, füreinander da zu sein, einander zuzuhören und ja, einander besser zu verstehen. Der Buddha hat gesprochen im Badekaratha Sutra über äh, das Wunder im Hier und Jetzt zu leben. Und er sagte, die Vergangenheit ist schon vorbei und die Zukunft ist noch nicht da. Es gibt nur diesen einen Moment und das ist der gegenwärtige Augenblick. Und äh, die Zukunft ist wie ein Geist der Zukunft. Die Vergangenheit ist wie ein Geist der Vergangenheit. Und der einzige Moment, der für uns zur Verfügung steht, ist der gegenwärtige Augenblick. Nur in diesem Augenblick kann ich mich um meine Gefühle kümmern. Kann ich in meinem Körper zu Hause sein? Kann ich mir meine Atmung bewusst sein? Die Atmungen der Vergangenheit sind schon vorbei. Die Atmungen der Zukunft sind noch nicht da. Da ist nur dieser eine Atemzug in diesem Moment. Und wenn ich gehe, ist es genauso. Es zählt nur dieser eine Schritt. Die Schritte der Vergangenheit sind schon vorbei. Die Schritte der Zukunft sind noch nicht da. Es ist nur dieser eine Schritt. Und der Buddha ähm, sagte, wenn ein, eine Person sich Gedanken darüber macht, wie er, wie sein Körper in der Zukunft sein wird, wie seine Gefühle in der Zu Zukunft sein werden, wie seine Wahrnehmungen in der Zukunft sein werden, wie seine geistigen Gebilde in der Zukunft sein werden und wie sein, ähm, wie sein Bewusstsein in der Zukunft sein wird, und er macht sich darüber Sorgen und er ist wie gefangen in diesen, ähm, in diesen Überlegungen. Dann äh, ist er gefangen in, äh, in der Zukunft. Und ich kann auch äh, sehen, wie, wie man das einfach machen kann. Und mein Vater ist dieser Herbst, ist er, äh, also er, ja, gerade 87 geworden ist, ist er auch gestorben und das war für mich auch eine Möglichkeit, diese Bhadigarhata Sutra auch in diesem Licht zu sehen, denn ich habe oft, habe ich daran gedacht, wie es sein würde, denn, wenn mein Vater oder meine Mutter sterben würde, denn sie sind natürlich relativ alt, also die Wahrscheinlichkeit nimmt einfach zu mit zunehmendem Alter. Und ähm, ich habe manchmal habe ich mir genau diese Frage gestellt: Also, wie würde ich mich fühlen? Also, was wären meine Gefühle? Was wären meine Wahrnehmungen? Was wären meine geistigen Gebilde? Wie, wie würde ich das alles wahrnehmen, wenn mein Vater oder meine Mutter sterben würde? Und in dem Moment, als mein Vater starb, dann wusste ich, es macht überhaupt keinen Sinn. Man kann es nicht wissen. Es kamen so viele Erinnerungen hoch. Also von, von wo weiß ich nicht. Aber vorher hätte ich nie das irgendwie simulieren können. Also diese Zukunftsperspektive, wenn es einmal eintritt. Was wird passieren in meinen Gefühlen, in meinen Wahrnehmungen, in meinem Geist? Man weiß es nicht. Und äh, natürlich ist es, äh, ist es auch gut, sich bewusst zu sein, dass alles vergänglich ist und dass dieser Körper vergänglich ist und dass, äh, dass wir eines Tages auch sterben werden und dass die Menschen, die wir lieben, auch eines Tages sterben werden. Das ist einfach Realität. Also ist nicht positiv oder negativ oder ähm, pessimistisch oder optimistisch, sondern das ist äh, realistisch. Aber darüber zu denken, wie man sich fühlen wird oder wie es sein wird, also das kann man nicht wissen. Und äh, von daher, es gibt eine andere Möglichkeit die Zukunft zu betrachten und das ist äh, zu planen für die Zukunft und äh, ohne sich dabei zu verstricken in Gedanken über, wie werde ich mich fühlen, wie werde ich wahrnehmen, wie, ähm, wie wird mein Geist sein und wie wird mein Bewusstsein sein. Und äh, das ist auch ein, ein Training, so viel wie möglich mit dem Gegenwärtigen. Augenblick in Berührung zu sein und wenn wir planen für die Zukunft, das auf so eine Weise zu tun, dass wir uns nicht verlieren in Gefühlen, die, äh, die, die aufkommen und dass wir uns verlieren in Geschichten. Und auch wenn wir zurückblicken in die Vergangenheit, dann kann uns das helfen, zu lernen von der Vergangenheit. Und das ist etwas sehr Wertvolles, dass. Ähm, dass wir immer dazu lernen können und dass wir sehen können, oh, das habe ich nicht so gut gemacht. Vielleicht ein Gespräch mit jemandem, den wir lieben und wir merken, oh, dieses Gespräch ist nicht sehr harmonisch äh, verlaufen. Äh, ich bin nicht sehr glücklich mit der Art und Weise, wie ich ähm, kommuniziert habe. Also es ist sehr gut, zurückzublicken und zu schauen, was kann ich davon lernen, damit ich das nächste Mal dass ich das besser mache. Ähm, aber auf der anderen Seite, es macht äh, nicht viel Sinn, äh, sich darüber Gedanken zu machen und äh, dass wir uns verlieren in unangenehmen Gefühle ähm, oder mit komplexen, also die mit äh, diesem vergangenen Gespräch zu tun haben, sondern einfach sehen, okay, das ist eine Möglichkeit zu lernen aber nicht, weil ich mich verliere in Gedanken über die Vergangenheit. Wir alle haben Ideen über Erfolg und wir möchten alle irgendwie erfolgreich sein. Aber ich denke, jeder hat andere Ideen vom Erfolg. Also was ist eigentlich Erfolg? Ich denke, für die meisten von uns... Wenn wir Erfolg hören, dann denken wir an ähm, vielleicht an unseren Beruf oder an äh, Sport ähm, oder an einem Projekt. Aber im äh, Buddhismus äh, sehen wir Erfolg ein klein bisschen anders, also nicht so sehr unseren Erfolg darin zu sehen oder in Geld, in Ruhm, in Macht sondern in, ähm, in glück und in freundschaft und in freiheit im chinesischen gibt es ein, ein zeichen für freiheit was äh, sehr schön ist es gibt auf der einen seite gibt es wie ein tor und mitten so im tor ist der mond und für mich ist das so wie ein, ein Fenster. Also, man sitzt vor dem Fenster und äh, man sieht sich den Mond an. Und äh, das ist auch Freiheit: die Freiheit, das Leben zu genießen und die Freiheit, da zu sitzen, ohne Projekte, ohne Sorgen, ohne zu denken, ich muss etwas Sinnvolles machen, ich muss irgendetwas machen. Ich kann nicht einfach so faul herumsitzen, sondern zu sehen, das Leben ist viel mehr als meine Projekte. Das Leben ist für mich da, um das Leben zu genießen. Und in diesem Moment sitze ich in Ruhe, sitze ich am Fenster und ich gucke mir den Mond an. Und äh, es gibt viele Fesseln, die der Buddhismus beschreibt, Fesseln, um... Äh, die uns daran hindern, wirklich frei zu sein. Und diese Fesseln sind äh, die Fesseln der Gier, der Wut, der Eifersucht, Komplexen, Angst und auch äh, Beschäftigung. Also Beschäftigung, das heißt nicht, äh, wenn wir frei sein wollen, dass wir nichts tun. Also das heißt nicht äh, Freiheit. Aber Freiheit bedeutet auch, dass wir auch die Freiheit haben, äh, das Leben zu genießen und äh, ähm, da zu sein und nicht zu beschäftigt zu sein, damit wir auch Zeit haben, einfach mal auf dem Kissen zu sitzen und für unseren Körper da zu sein, zu unserem wahren Zuhause zurückzukehren. Nicht so beschäftigt sein, dass wir unser Haus immer wieder verlassen sondern wir sind bei uns zu Hause. Und wo immer wir gehen oder was auch immer wir tun, dieses Zuhause haben wir dabei. Und äh, die Übung ist, um auch in allem, was wir tun, also trotzdem zu Hause zu sein, also mit unserem Körper, mit unseren Gefühlen in Berührung zu sein im christentum gibt es diesen, diesen ausdruck ruhen in gott und äh, der theologe augustinus äh, sagte unruhig ist unser herz bis es ruht o oh gott in dir und äh, im buddhismus ist unruhe die unfähigkeit äh, still zu sitzen still Tee zu trinken und nur den Tee zu trinken, zu essen und nur zu essen, das ist, äh, das ist eine Praxis. Und diese Unruhe ist auch ein Fesseln. Es fesselt uns, damit wir nicht äh, frei sein können. Und äh, unruhig ist unser Herz, bis es ruht, o oh Gott, in dir. Im Buddhismus äh, sagen wir auch, äh, dass es zwei Dimensionen gibt. Es gibt die historische Dimension und es gibt die letztendliche Dimension. Und die historische Dimension ist wie unsere Wellennatur. Also im Wasser, im Ozean gibt es viele Wellen und wir können sehen, dass, äh, dass es sehr viele Wellen gibt. Und wir sind auch so wie eine Welle. Aber eine Welle kann auch die Wassernatur in sich berühren. Und das können wir auch, also wir können unsere wahre Natur berühren. Und äh, also unruhig ist unser Herz, bis wir unsere wahre Natur berühren können, unser wahres Zuhause berühren können im Hier und im Jetzt. Ähm, also damit wir wirklich unsere Ruhe finden können. Und äh, um frei sein zu wollen. Also heißt es äh, nicht so sehr, dass, ähm, dass wir denken, okay, ich möchte es, also wille, und das reicht, um frei zu sein, sondern wir können sehen, dass Freiheit ist eine Praxis, ist eine Übung. Und äh, es ist eine Übung in Einsicht. Und wenn wir Einsicht haben, dann können wir frei sein. Wenn wir Einsicht haben in Objekte unserer Gier, dann können wir diese Gier, uns befreien von dieser Gier. Wenn wir Einsicht haben in den Wurzeln unseres Leidens, dann können wir uns befreien vom Leiden. Wenn wir Einsicht haben in, in den Wurzeln unserer Wut, in den Wurzeln unserer Eifersucht, in den Wurzeln unserer Angst, in den Wurzeln unserer Komplexen, dann können wir uns davon befreien. Und auch ähm, wenn wir sehr beschäftigt sind und wir haben eine Einsicht darin, warum wir eigentlich so beschäftigt sind, dann kann uns auch helfen, uns zu befreien. Denn was treibt uns an? Ich denke, das ist eine Frage, die wir uns alle stellen können. Wenn wir etwas machen, uns zu fragen, was treibt uns an? Ist das unsere Liebe? Ist das unser Mitgefühl, weil wir anderen helfen wollen, weil wir für uns da sein wollen? Oder ist es, weil wir das Gefühl haben, dass wir nicht gut genug sind, weil wir das Gefühl haben, dass wir immer noch etwas tun müssen, immer äh, etwas tun müssen, um Erwartungen zu erfüllen, Erwartungen anderer? Und dass wir nur auf diese Weise geliebt werden können. Also wir können uns die Frage stellen, also was treibt uns an? Und äh, warum machen wir irgendetwas? Und tun wir das wirklich aus Liebe für uns und unsere Umgebung? Oder was, äh, was genau ist es? Also Einsicht kann uns befreien. Eine Einsicht auch in äh, ja, in den Wurzeln unseres Leidens. Erfolg ist, äh, können wir auch sehen, als Freundschaft oder als äh, Gemeinschaft, Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit. Und äh, denn in Freundschaft äh, ist auch Liebe zu finden. Und das ist auch äh, ein Teil vom Erfolg zu lieben. Und geliebt zu werden. Und wenn wir jemanden wirklich lieben, dann, äh, dann möchten wir diese Person auch verstehen. Und wenn wir uns selbst wirklich lieben, wenn wir unseren Körper wirklich lieben, dann tun wir auch unser Bestes, um uns gut um unseren Körper zu kümmern. Und. Äh, das geht auch mit Einsicht einher, also zu wissen, was brauche ich, was braucht mein Körper, vielleicht braucht mein Körper mal eine Pause, vielleicht braucht mein Körper Liebe, Zuwendung, Zuneigung. Und äh, für viele von uns ist es äh, vielleicht nicht leicht, uns selbst äh, zu lieben. Äh, und äh, da können wir auch sehen, dass... Äh, dass es eine Übung ist, uns selbst zu lieben und das wahrzunehmen, was wir sind, und tief in uns auch hinein, hineinzuschauen. Also wer bin ich? Wenn ich mich liebe, was bedeutet das? Ich liebe diesen Körper, ich liebe diese Gefühle, ich liebe diese Wahrnehmungen, ich liebe diesen Geist, ich liebe dieses Bewusstsein. Und äh, wenn wir uns verstehen, dann können wir uns selbst auch besser lieben. Und auch wenn wir uns besser verstehen, haben wir auch mehr Mitgefühl für uns. Also Mitgefühl, weil wir verstehen, warum wir leiden und auch verstehen können, wie wir uns selbst helfen können. Und das ist auch eine gute Basis, Mitgefühl für andere zu empfinden. Denn wir äh, erkennen das Leiden anderer. Wir sind achtsam. Mit Achtsamkeit können wir Leiden in uns selbst und das Leiden um uns herum erkennen. Und äh, Achtsamkeit hilft uns auch, die Samen der Einsicht zu berühren und zu wissen, was wir tun können, damit wir helfen können und was wir besser nicht tun können. Und äh, also diese Einsicht zu haben. Manchmal haben wir... Uh, meinen wir es gut, aber das was wir tun, hilft nicht. ist keine große Hilfe. Also das ist eine Liebe, ein Mitgefühl ohne rechte Einsicht und unsere Liebe unser Mitgefühl ist viel stärker ist, kann sehr viel mehr wachsen, wenn wir uns üben in Einsicht, in Einsicht, was die Quellen, unseres Glücks und die Quellen unseres Leidens sind und wenn wir jemanden lieben, dann möchten wir diese Person natürlich auch glücklich machen und dafür ist es wichtig zu wissen, eine Einsicht zu haben, was diese Person glücklich macht und für uns genauso zu verstehen, was macht mich glücklich und das auch zu tun. Also was brauche ich? Was brauche ich wirklich? Und ein Teil von Freundschaft ist auch äh, Freude, also ist äh, nur ein Buchstabe Unterschied, Freunde und Freude und Freunde sind auch äh, für uns da, damit wir auch Freude empfinden können und auch zu sehen, dass meine Freude ist auch deine Freude und deine Freude ist meine Freude. Und äh, zu sehen, dass, äh, dass es nicht voneinander getrennt ist, sondern wir inter sind. Und ich sehe meine Freude als deine Freude und deine Freude als meine Freude. Wenn ich ähm, die Tendenz habe, mich selbst äh, zu vergleichen mit, äh, mit dir, dann äh, habe ich vielleicht nicht diese Einsicht. Und vielleicht kommt ein Gefühl der, der Eifersucht oder des Neids in mir hoch, äh, weil ich... Äh, dir das nicht gönne. Aber wenn ich sehe, wenn du Freude hast, kann ich das auch als meine Freude sehen. Und wenn ich Freude habe, dann weiß ich, dass ich auch deine Freude nähren kann. Dann äh, ist unsere Freundschaft äh, tiefer. Und ein Aspekt, ein letzter Aspekt von äh, Freundschaft, ist auch ähm, Inklusivität. Also es bedeutet eine Liebe die ähm, andere nicht ausgrenzt. Und als ich den Namen bekam, Fabsa, so hat Tai mich äh, genannt, als ich ordiniert wurde, und äh, dann sagte er, äh, Sa bedeutet, zu lernen, alle zu lieben, also eine Liebe zu haben, die äh, sehr inklusiv ist, also nicht äh, Leute ausgrenzt. Und da sehe ich, dass äh, natürlich ist es sehr leicht, also die, die wir kennen, also unsere Freunde, äh, haben wir natürlich eine besondere Freundschaft. Das heißt aber nicht, dass, dass wir unsere Liebe nicht immer auch erweitern können. Und äh, so manchmal, wie ich das auch tue, auch wenn ich Menschen nicht, äh, nicht kenne, also zum Beispiel, ähm, also lass mal sagen, also wir kennen uns noch nicht, aber. Du kommst zum ERB und äh, also, ich kenne dich zwar noch nicht, aber ich sehe auch, dass, äh, dass es sehr kostbar ist, für dich eine Gelegenheit zu haben, mit uns zu praktizieren. Und wenn ich auf diese Weise äh, schaue, dann möchte ich auch mein Bestes tun, äh, damit. Ähm, damit du dich auch wohlfühlst hier und damit ich äh, auch sehen kann, also das, was ich hier tue, auch wenn es in der Küche ist oder wenn es im Büro ist, alles trägt dazu bei, dass du hier kommen kannst und dass du hier eine Zuflucht hast. Du bist vielleicht nicht in meinem Kurs oder du bist vielleicht in meinem Kurs, aber du bist da, du bist im EIB und ich bin ein Teil des EIBs. Wir sind miteinander äh, verbunden und ich sehe ähm, dein Glück ist mein Glück und so auf diese Weise können wir damit üben, also auch eine, ja, zu sehen, dass wir alle miteinander verbunden sind, dass da auch, äh, äh, dass wir niemanden ausgrenzen äh, müssen, sondern zu sehen, dein Glück ist mein Glück und mein Glück und Leiden sind nicht zu trennen von deinem Glück und Leiden. Natürlich ist unser wahres Zuhause auch äh, unsere Erde. Und unsere Erde ist unsere Heimat. Und äh, diese Heimat hat schon viele wundervolle Menschen hervorgebracht. Also es gab den Buddha, es gab Jesus Christus. Und äh, also die Erde ist eine Zuflucht von sehr vielen Wesen, sehr vielen Menschen auch. Und äh, wir sind auch auf dieser, dieser Planeten Erde und wir können sehen, dass diese Erde ist ein, ein Ort und die Erde von 2020 ist eine andere Erde als die Erde im Jahr 2000 oder im Jahr 1900 oder als der Buddha lebte. Aber die Erde ist auch natürlich immer eine, eine Weiterführung, also es gab Erden der Vergangenheit und es gibt Erden der Zukunft. Und äh, wir sind äh, in diesem Jahr 2020 und es ist leicht äh, zu denken, dass 2020, dass es nur Zeit ist. Also wir sprechen über 2020 als Zeit. Und wenn wir ins neue Jahr 2021 gehen, dann ist es, als ob wir eine Tür öffnen und wir gehen. In ein neues Jahr und wir lassen 2020 hinter uns. Aber wenn wir tief in die Erde schauen und auch in den Klimawandel, dann sehen wir, dass diese Erde 2020 sehr viel zu tun hat mit der Erde 2019, 2018, 1900 und auch mit allen unseren mit all unseren Handlungen. Die Erde 2020 hat auch zu tun mit dem Flugverkehr im Jahr 2000. Und die Erde im Jahr 2021 hat auch zu tun mit, ähm, äh, mit, dem, mit dem, was wir gemacht haben im Jahr 2020. Also es ist nicht nur Zeit. Sondern wir sehen auch, die Erde sind wir. Und die Zukunft der Erde ist unsere Zukunft. Und wir sind nicht äh, voneinander zu trennen. Und auch meine Gewohnheiten, das, was ich 2020 gemacht habe, das hat eine Weiterführung im Jahr 2021. Aber es ist natürlich nie zu spät. Und mit Hilfe unserer Achtsamkeit können wir in jedem Moment können wir eine entscheidung treffen in welche richtung möchte ich gehen möchte ich weiter in diese richtung gehen meine alten gewohnheitsenergien oder wähle ich einen neuen pfad und ich äh, denke das ist etwas äh, worüber die meisten von uns auch ähm, wenn silvester näher kommt auch ähm, uns mal überlegen also was möchten wir machen im jahr 2021? was möchte ich ändern? mit äh, guten vorsätzen ins neue jahr gehen. Äh, und äh, dabei auch natürlich realistisch sein, also was ist äh, machbar, äh, was ist nicht machbar, und natürlich auch was ist wirklich wichtig und was möchte ich wirklich. und äh, dass es nicht genug ist nur etwas zu wollen, sondern dass es auch zusammengehen, muss mit Achtsamkeit, mit Konzentration und mit Einsicht. Also warum möchte ich das und in den fünf Achtsamkeitsübungen, die, ähm, die ihr auch gerne zu Hause, auch online mal äh, nachschauen könnt, die fünf Achtsamkeitsübungen sind für uns auch eine, eine Übung äh, zu sehen, mit Hilfe der Achtsamkeit zu sehen, was sind die Wurzeln meines Leidens? Genauso wie der Buddha sprach in den vier edlen Wahrheiten: Leiden zu erkennen, die Wurzeln des Leidens zu erkennen und auf diese Weise äh, auch das Glück in uns berühren zu können auch, und auch einen Pfad zu gehen, der, ähm, der ein Pfad der, des Glücks ist. Und. Ähm, Und dass es nur eine Einsicht in das Leiden ist. Also jeder, jede Übung fängt damit an, bewusst vom Leiden, das entsteht, wenn ich äh, dieses ohne jenes. Also es geht jetzt ein bisschen zu weit, äh, diese Allah äh, aufzulisten, aber auf jeden Fall ähm, äh, möchte ich damit sagen, also dass, äh, äh, dass Achtsamkeit uns helfen kann eine tiefe Einsicht in den Quellen unseres Glücks und unseres Leidens äh, zu finden und äh, unser wahres Zuhause zu erkennen denn Einsicht ist wie ein Licht und Achtsamkeit ist wie ein Licht und äh, Achtsamkeit Konzentration und Einsicht äh, gehen zusammen und wir können erkennen dass wir ein wahres Zuhause in unserem Körper in unseren Gefühlen im hier und jetzt auf diesem Planeten Erde haben. Und lasst uns gut für unser Zuhause sorgen. Dass wir wirklich präsent sind für unser Zuhause. Präsent für unseren Körper. Unser Körper braucht uns. Und lasst uns etwas öfter unserem Körper liebevoll zulächeln. Lasst uns öfter unseren Gefühlen liebevoll zulächeln. Und äh, dieser Planet Erde, denn äh, auch diese Erde, unsere Heimat, unser wahres Zuhause äh, braucht uns. Unser Körper braucht uns. Unsere Gefühle brauchen uns. Also, ich äh, wünsche euch alle sehr frohe Weihnachten und äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021. Und vielen Dank für eure Anwesenheit und. Äh, alles Gute, alles Liebe. Wenn ihr noch Zeit habt, könnt ihr gerne, äh, so wie gesagt, äh, am Online-Retreat äh, teilnehmen. Mehr Informationen stehen auf der Webseite. Danke für eure Präsenz.